Hau du in meine rein, auf mich hört er nicht. Ja, diesen Spruch könnte die Seele zum Körper von manchen Menschen sagen, wenn sie ihre Berufung nicht leben. Herzlich willkommen. In diesem Video erkläre ich dir ganz genau, was die Konsequenzen sind, wenn jemand seine Berufung nicht lebt. Das sind schwerwiegende Konsequenzen. Auch natürlich die Folgen, wenn jemand ja die Berufung vermutet, aber nicht lebt. Und dann zeige ich dir vor allen Dingen den Mehrwert auf, wenn du die Berufung lebst, und ich zeige dir den Weg auf, wie du wirklich damit gutes Geld verdienen kannst. Denn die meisten glauben, dass mit der Berufung nur brotlose Kunst zu verdienen ist. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es macht dich glücklich und du verdienst sehr, 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 sehr gutes Geld damit. Genau darum geht es in diesem Video. Noch ein Hinweis. Ja, dieser Mitschnitt ist das Best-of eines grandiosen Workshops, den ich im Rahmen der Next Level Business Show gehalten habe. Die Leute waren total begeistert. Ja, nimm dir ein Blatt, nimm dir einen Stift, schau dir das wirklich von A bis Z an. Das ist einer meiner besten Vorträge. Noch was Kurzes in eigener Sache. Wir haben gesehen, dass etwa 2/3 der Leute, die regelmäßig meine Videos anschauen, einfach noch nicht den Kanal abonniert haben. Ja? Deswegen mach das genau jetzt, ja, damit du nichts mehr verpasst. Und jetzt schau dir dieses Video an. Mir ist es wichtig, dass du deine Berufung lebst und damit sehr, sehr gutes Geld verdienst. Also, bis bald. Ja, du siehst hier diese CD und ich habe drunter geschrieben, Berufungsexperte seit 2013. Warum? Ja, weil da die CD auf den Markt kam. Ja, ich hatte damals eine Erfolgscoaching-Praxis, hatte noch längere Haare und das war meine CD. Herzenswünsche verwirklichen als Ausdruck deiner Seele. Und ich sage dir, deine Seele wünscht sich nichts sehnlicher, als dass du deine Berufung erkennst, sie spürst und sie so zum Ausdruck bringst, dass du vielen Menschen hilfst und damit gutes Geld verdienst. Das möchte deine Seele. Das ist etwas, vielleicht spirituell ausgedrückt, ich möchte dir einfach sagen, ich beschäftige mich jetzt seit 2013 mit diesem Thema und habe damals diese CD herausgebracht. Also, kurz gesagt, deine Berufung ist dir bestimmt. Ja? Die Berufung ist etwas, da kannst du nicht einfach hinsetzen und sagen, hey, ich definiere jetzt mal aus dem Kopf, was ist meine Berufung? Nee, das gibt andere Zusammenhänge im Lesen, das musst du herausfinden. Ja? Was ist für ein Plan in dir angelegt und was ist deine Aufgabe, was ist deine Berufung, das musst du spüren. Dazu ist eben wichtig, mit dir selber Kontakt aufzunehmen. Ja? Und das ist schwierig, wenn man das nicht gewohnt ist. Ja, ich war da jahrelang beschäftigt damit, weil ich damals 2004, 5, 6, ja, das nicht genau wusste. Ja, wie kann man das zeitsparend machen? Wie kann ich schneller meine Berufung herausfinden? Die Frage ist, was ist deine Bestimmung? Ja, und du kannst gewisse Hausaufgaben natürlich mit dem Kopf diesbezüglich machen, aber der Schlüssel ist, deine Berufung zu spüren. Ja, du musst es spüren in dir. Und damit bist du eigentlich am Anfang auf jeden Fall überfordert. Da fühlst du dich überfordert. Mir ging es jedenfalls so. Du vielleicht nicht, aber ich war damals sehr, sehr überfordert. Und ich hätte mir alle Finger abgeschleckt, wenn es so ein tolles Angebot wie wir das jetzt haben, gäbe, wo man ja in 1-2 Wochen hier Klarheit bekommt. Ja, ich habe dafür 3 oder 4 Jahre gebraucht. Da wäre ich ja, wie gesagt, ich hätte mir alle Finger abgeschleckt. Und deine Berufung ist auf jeden Fall Ausdruck deiner Seele. Also es ist in dir angelegt und du musst das spüren und dann einen Weg finden, um das gut zum Ausdruck zu bringen. So ist das definiert. Ja, das ist deine Aufgabe und deine Berufung ist dir bestimmt auf jeden Fall, ja, und es ist letztlich deine Lebensaufgabe, diese Berufung, wie gesagt, zu erkennen und zu leben, ja, was natürlich dir das hilft, weil du am Anfang mit deiner Intuition überfordert bist, ist natürlich, dass du, wenn du bei uns im Programm bist, ja, kannst du von Yvonne natürlich dann auch so ein Reading bekommen und das macht es dir leichter. Ja. Das macht es dir wesentlich leichter, eben selber zu spüren, dass das das Richtige ist. Ne. Das war eins meiner Kernprobleme am Anfang, so 2004, 2005. Was ich da wahrnehme, ja, ist das so oder ist das mehr, was ist denn das eigentlich? Ja, ist es jetzt, ist es das Richtige, ist es das nicht? Ist es ein Hirngespinst? Was ist das eigentlich? Das ist am Anfang nicht einfach. Ja, und da hilft halt das Potenzialreading von der Yvonne. Und das haben wir eben in den Berufungsprozess eingebaut. Das bekommt jeder von unseren Kunden. Was sind jetzt die Konsequenzen, wenn du die Berufung nicht kennst? Du wirst keinen Sinn im Leben haben.
Das ist ganz klar. Das ist der Preis. Ja? Das ist ein Bild, das ich im Internet gefunden habe. Da ist jemand ausgebrannt. Ja? Und der Hauptgrund für Burnout ist natürlich, dass es da keinen Sinn gibt. Also sozusagen die Seele weint und deswegen diese Traurigkeit, diese Depression. Ja, ich weiß, Burnout, das kann auch was mit Überarbeitung zu tun haben, selbstverständlich. Aber ich spreche jetzt von den vielen, wo es eben wirklich darum geht, dass sie einfach zu wenig Sinn im Leben haben und dass die Seele überhaupt nicht glücklich ist, dass sie nicht gesehen wird und dass sie sich nicht ausdrücken kann, jedenfalls nicht mit etwas Sinnvollem. Ja. Und da ist die Seele natürlich unglücklich und treibt jemand in den Burnout, damit jemand eben genau diese Aufmerksamkeit gibt und rausfindet, was ist die Berufung. Ja. Das heißt, du wirst nie Sinn im Leben haben. Und das hat natürlich schreckliche Konsequenzen. Du wirst immer weniger bei dir selbst sein und du suchst Ablenkung im Außen. Ja. Das ist einfach so. Du verlierst dich immer mehr aus den Augen. Und du wirst dich anfangen, mit der Zeit zu betäuben, damit du den Schmerz nicht mehr spürst, das Unglücklichsein deiner Seele. Und es führt natürlich dazu, dass du vielleicht auch CBD-Öl, Alkohol, Sex, was weiß ich, ja, wie du das machst. Dein Unterbewusstsein will schließlich, dass du deine Berufung findest und lebst. Und es versucht durchzukommen und versucht mit dir zu sprechen. Aber wenn du eben dem nicht nachgibst, ja, das führt zu Schmerzen. Das führt zu inneren Schmerzen. Das kannst du lange betäuben, aber das wird im Desaster enden. So ist das. Also es besteht die Gefahr, dass du total vom Weg abkommst und eventuell sogar im Burnout oder in der Sucht landest. Und ich weiß nicht, ob du meinen Motivationsletter vom Sonntag gelesen hast. Ich bin einmal von meiner Berufung vom Weg abgekommen, ja. Das war so 2011 und 2012. Das war im Nachhinein eine gute Erfahrung, dass das so, ja, so brachial, spektakulär irgendwie geendet hat, dass ich dann meinen Weg wieder gefunden habe, ja. Und das musst du ja nicht erleben. Du hast so einfach. Du musst eigentlich nur ein Programm haben, wo dir hilft, die Berufung klar kennenzulernen, dann ist das alles nicht nötig. Aber das ist hier nicht, wenn du sagst, ja, das passiert halt den anderen, aber bei mir ist es anders. Nee, das wird bei dir auch so sein. Die Gefahr besteht zumindest. Burnout ist in vielen Fällen ein Schrei der Seele nach Aufmerksamkeit, weil die Berufung nicht gelebt wird. Und das ist ja auch logisch. Also wenn es sowas wie Seele gibt, ist das logisch. Es ist logisch. Also dir fehlt der Sinn im Leben und du wirst immer unglücklicher. Ja? Und bei mir war das so 2012, ich bin auf dem Boden gelegen. Ich habe geweint. Ich bin auf dem Boden gelegen. Yvonne ist gestanden. Meine Kinder haben das gesehen und das war im Nachhinein für alle eine fürchterliche Erfahrung. Mir war das lange Zeit peinlich. Ich bin vom Weg abgekommen und das ist gescheitert. Und Gott sei Dank ist es mir dann gelungen, mit meiner Berufung gutes Geld zu verdienen und das wieder gut zu machen. Und das solltest du auch tun. Dir wird die Lebensfreude fehlen ohne die Berufung. Mut und Zuversicht fehlen dir ebenfalls. Nummer 9, du kannst damit in eine Depression abrutschen. Warum? Ja, ist ja logisch, weil du ja deine Talente gar nicht richtig nutzt, weil du ja das, was in dir angelegt ist, gar nicht wahrnimmst und mit dem viel zu wenig machst. Dann gibt man sich am Ende selber Schuld dafür, was ja auch berechtigt ist, weil du dir das nicht gelingt. Du beschuldigst dich selber und so gerätst du in eine Depression. Ja, und das muss überhaupt nicht sein. Übrigens, eine Berufung zu spüren und sich sicher zu sein, das ist nicht leicht. Ja, das ist schwierig. Das hat das Leben aus welchen Gründen auch immer ein bisschen kompliziert gemacht. Das ist nicht leicht, ja. Und daran kann man scheitern und daran kann man zerbrechen. Und das mündet dann eben in einer Depression. Punkt Nummer 10. Du wirst ziellos sein, du wirst orientierungslos sein und du wirst haltlos sein. Und ich will gar nicht genau beschreiben, was das bedeutet, wenn du in deinem Leben keinen Halt hast. Ja, das ist nichts Gutes. Das ist nichts Gutes. Warum ist das so? Ja, weil dir das Halt gibt im Leben, weil dir das Orientierung gibt. Wenn du natürlich weißt, was ist deine Berufung und wenn du weißt, wie kann ich jetzt mit dem gutes Geld verdienen? Ja, wie kann ich jetzt meinen Sinn im Leben leben? Und welches Ziel habe ich denn jetzt? Und aus welchem Grund habe ich das Ziel? Was ist denn mein Warum? Aber natürlich gibt dir das ein Ziel. Natürlich gibt dir das Orientierung und natürlich gibt dir das Halt im Leben. Du kannst generell dein Leben gar nicht so steuern und leben, wie es für dich bestimmt ist. Du lebst nicht das Leben, für das du
geboren wurdest. Das ist eine Aussage. Du lebst nicht das Leben, für das du geboren wurdest. Lass dir das nochmal auf der Zunge zergehen, diesen Satz. Du lebst nicht das Leben, für das du geboren wurdest. Ja, wenn du jetzt ein Rationalist bist, dann sagst du, Muga, das ist jetzt aber esoterisch. Naja, es ist esoterisch, mag sein, aber es ist so. Also, unsere These ist, ja, wir glauben, Ivan und ich glauben, ja, dass wir in ein Leben aus einem bestimmten Grund hineingeboren wurden. Es ist deine Aufgabe, das herauszufinden und dieses Leben, für das du geboren wurdest, zu leben. Deswegen haben wir das so hingeschrieben. Fazit: Du kannst der Berufung nicht ausweichen. Du kannst es betäuben durch Alkohol, durch Drogen, durch Sex, durch was weiß ich, wie du das machst. Aber du kannst der Berufung nicht ausweichen. Das ist Naturkraft. Wenn du dem keinen konstruktiven Kanal in deinem Leben gibst, dann wird das schwerwiegende Konsequenzen haben. Du kannst Burnout bekommen, du kannst krank werden, du kannst sterben. Du wirst viel Unheil anrichten. Und wer sich selbst nicht mag, mag andere auch nicht. Also das hat einfach keine guten Konsequenzen. Ich kann dir das nicht empfehlen. Und ich bin selber vom Weg abgekommen. Mach das nicht. Sondern wenn du eben jetzt da bist, wo du jetzt bist, dann ist es heute so einfach, das rauszufinden. Vielleicht sind ein paar Kunden da, gerade die so bei uns in diesem Prozess sind. Und da wisst ihr ganz genau, wie toll es ist, einfach da in unserem Berufungs- und Positionierungsprozess einfach zu sein. Ja? Was ist, wenn du eine Vermutung hast, was ist deine Berufung, aber du weißt es nicht genau? Das hat mich 2-3 Jahre völlig wahnsinnig gemacht. Ich habe das war eins meiner Probleme, warum ich ein paar Jahre nicht selbstständig wurde, weil ich das nur so grob wusste. Ja, ich wusste das nur grob. Wer sagt mir, dass das richtig ist? Wer sagt mir, dass das das Beste ist? Ich war unsicher. Ich habe schon hingeschrieben, du wirst nie sicher sein. Ja, so ging es mir. Ich rede jetzt mal von mir, so in den Jahren von 2004 bis 2006. Da war ich einfach unsicher. Das heißt, ja, du willst jetzt dein Leben gestalten, ja, du willst das bewusst machen. Aber dazu musst du ja sicher sein beim wichtigsten Punkt, bei deiner Berufung. Also dir wird ständig dein Inneres den Anstoß geben, genauer nachzuforschen. Also ich habe da extra so dieses Hamsterrad hingemacht. Also du wirst, das wird nie aufhören, ja, du wirst nie ruhen. Immer suchst du nach etwas Besserem. Das ist einfach so dieses Konstante. Es geht immer weiter. Du verschwendest schlichtweg wahnsinnig viel Energie. Da die meisten Personen nicht bei der Berufung das Problem vermuten, docken sie ständig an der Positionierung rum. Genau, das ist auch noch wichtig. Ne? Das heißt, sie versuchen, wie bei der Kosmetik eigentlich, darum zu machen, aber man muss ja zuerst eigentlich bei der Berufung den Hebel ansetzen und dann findet man dazu die passende Positionierung. Die meisten doktern einfach auf der Webseite rum, bisschen andere Farben, vielleicht ein anderes Formular, vielleicht nochmal ein günstiges Angebot, ne? Genau, und dabei sollte man erstmal definieren, was ist jetzt meine Berufung und dafür das passende Angebot definieren. Punkt Nummer 3, solange die Berufung schwammig ist, wirst du mit deiner Positionierung niemals zufrieden sein. Jeden Tag wirst du überlegen, wie du dich besser positionieren kannst. Das ist Fakt. Also schon wieder dieses Hamsterrad hier. Ja? Manchmal stellt sich eine Angst vor die Berufung. Das ist auch wichtig, dass du einfach weißt, es gehört zum Spiel dazu. Das kann sein, dass du vielleicht spürst, das könnte jetzt meine Berufung sein, aber du hast Angst, nicht sicher zu sein. Ne? Vielleicht ist das ein großes Bild und hinter der Angst ist oft eine große Stärke verborgen, ja. Oder hinter der Angst versteckt sich eben auch das Talent oder die Berufung. Welche Wende kannst du in deinem Leben erwarten? Also was verändert sich in deinem Leben, sobald du deine Berufung kennst, exakt kennst, nicht nur vermutest, exakt kennst und damit gutes Geld verdienst? Naja, du erlebst dich in deiner kompletten Stärke, in deiner Kraft, in deinem Flow und in deiner Lebendigkeit. Du fühlst dich lebendig. Und warum ist das so? Naja, weil sich deine Seele natürlich total lebendig fühlt. Ja? Die ist total glücklich. Endlich wird sie gesehen. Endlich wird sie genutzt. Ja? Die hat die totale Freude. Und deswegen geht es dir so gut dann. Ja? Also, das habe ich auch hier hingeschrieben. Deine Seele jubelt. Das ist genau der Grund. Weil deine Seele will dir ja was Gutes tun. Die will dir ständig den Weg zeigen und weisen. Und du folgst dem Beruf deiner Seele. Das ist das, was die Seele will. Die will es einfach machen. Ja? Und die will, dass du mit der Kontakt aufnimmst und
Ich kann mir gut erinnern, vor einigen Jahren war das nicht leicht. Das fiel mir schwer. Und ich bin so froh, dass das gelungen ist. Und wofür ich ja stehe im Markt, ist etwas, dass ich dir sozusagen meine Leidenszeit ersparen will und dir ein Programm maßgeschneidert habe, wo das in wenigen Wochen quasi kannst du das haben, ja, wozu ich mehrere Jahre gebraucht habe. Und das ist sehr, sehr wichtig. Punkt Nummer 3, du steuerst also dein Leben exakt in die Richtung, die für dich bestimmt ist. Und das ist ja genau das, worum es geht. Du lebst also das Leben, in das du hineingeboren wurdest, und du steuerst es in die Richtung, die für dich bestimmt ist. Na, wie wunderbar hört sich das an. Schreib mir ruhig rein, wenn du sagst, oh, das hört sich super an. Warum fühlt sich das super an? Schreib's ruhig rein. Sag ja, 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 wenn es sich super anhört. Ja, weil das ist das, was deine Seele will. Das ist das, wofür wir hier sind. Somit empfindest du tiefen Sinn in deinem Leben. Du erlebst, dass alles, was du tust, Sinn macht. Dass es eben dir entspricht und dass du damit klarkommst. Du erlebst, dass die Frequenz, Limitierungen und Probleme in deinem Leben weniger werden. Ganz klar, also es ist ja auch logisch, ne? Stell dir jetzt mal vor, der liebe Gott hat mit dir einen guten Plan, ne? Und du, sagen wir mal, du sollst Heiler werden, ja? Jetzt zockst du die ganze Zeit, bist irgendwie Aktienhändler und die ganzen Tag und Nacht nimmst du deine Intuition für irgendwelche Aktienkurse, aber du sollst Leute heilen, ja? Hey, da wird sich der liebe Gott was einfallen lassen, dass du irgendwie so große Probleme kriegst, dass du notfalls einen Herzschlag bekommst, eine Nahtoderfahrung oder sowas im Notfall, sodass du mal auf die Welt kommst und stärker auf das hörst, auf was du hören sollst. Also konkret, wenn du diese Wende jetzt wahrnimmst, weil du die Berufung kennst und gutes Geld damit verdienst, dann wirst du immer weniger Probleme haben, du wirst immer mehr im Flow sein. Es wird einfach glatter laufen in deinem Leben. Es wird glücklicher verlaufen. Du erlebst natürlich auch, dass neue Türen sich öffnen, dass du Fülle in allen Lebensbereichen erfährst. Und ganz klar, das ist die einzige Möglichkeit, tiefen Sinn in deinem Leben zu spüren. Das, über das wir jetzt reden, darum geht's im Leben. Darum geht's. Viele fragen sich ja, was ist mein Sinn im Leben? Das ist genau das. Diesen sollst du rausfinden und leben. Das ist genau das. Und natürlich damit gutes Geld verdienen. Und vergesst einfach den Glaubenssatz, Berufung, das lebst du als Hobby und du musst hart arbeiten, damit du Geld verdienst. So, und was heißt es? Wenn du hart arbeitest, um Geld zu verdienen, da wirst du nicht glücklich. Na, und jetzt, was sollst du machen? Du sollst die Berufung nehmen, die spüren und damit gutes Geld verdienen. Ich sag dir das ganz offen, du kannst Jahre in einem Kloster meditieren, aber du wirst trotzdem nicht glücklich werden und erfüllt sein, weil du deine Berufung nicht lebst. Also es gibt ja Leute, die gehen dann nach Indien, um dem auszuweichen. Und du musst deine Berufung leben. Deine Seele wird keine Ruhe geben. Also wenn du glücklich sein willst, dann musst du deine Berufung leben. So ist das. Wie gut, dass wir einen 4-Schritte-Prozess erfunden haben, der dir hilft. Wie kannst du deine Berufung finden, daraus eine super Positionierung machen, sodass du einzigartig aus dem Markt herauswachst, eine Positionierung, die dich, deine Berufung, einzigartig zum Ausdruck bringt, und wie kannst du damit zu einer Coaching-Marke werden und dann mit einer Premium-Webseite, mit einem Funnel automatisiert Kunden gewinnen. Ja, das sind die 4 Schritte. Und damit kann man das Problem lösen, und zwar ungefähr in 8 Wochen. Das da, was du hier siehst, dauert 8 Wochen. 8 Wochen dauert das. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. 8 Wochen und die Sache ist erledigt. So, und dann kannst du gutes Geld verdienen. Das ist alles. So einfach ist das. Also im ersten Schritt, wie gesagt, Berufung, absolute Sicherheit haben über die Berufung, das perfekt zum Ausdruck bringen, ja, und dann eben sozusagen das Branding definieren und damit einfach die Webseite machen. Dieser 4-Schritte-Prozess, der ist 1000-fach erprobt und bringt auch dich mit deinem ganzen Können perfekt zum Ausdruck. Also stell dir vor, wie glücklich und beseelt, nur schon das Wort, beseelt, wie glücklich und beseelt du bist. Ja, was heißt das? Dass deine Seele jubelt. Also du wirst dich beseelt fühlen, weil du deine Lebensaufgabe perfekt löst und gelöst hast. Das ist dein Lebenswerk. Wenn du das gemacht hast, wirst du später, wenn du mal auf dein Leben zurückblickst, zufrieden zurückblicken. Und das Gefühl, ich kann so nicht beurteilen, ich bin noch nicht so weit. Aber ich hoffe mal, dass ich auf einem guten Weg dorthin bin. Aber ich denke, dass das Gefühl, wenn du später da sitzt und auf ein zufriedenes Leben zurückblickst, das ist durch nichts zu ersetzen.
Das ist durch nichts, das ist unbezahlbar. Das kann man definitiv nicht kaufen. Da kann man keine App kaufen, da kann man kein Abo-Angebot kaufen, ja, beim lieben Gott. Entweder du tust es oder nicht. Entweder du findest deine Berufung heraus und du lebst sie und verdienst dabei gutes Geld, weil du anderen ja mit deiner Berufung hilfst, oder du tust es nicht. So einfach ist das. Also, so kannst du gutes Geld mit deiner Berufung verdienen und so erfüllt leben wie nie zuvor in deinem Leben. Schauen wir mal, was deine Seele sagt. Wenn du jetzt hier das Gefühl hast, wow, das ist echt stark, ja, da kann ich dem allem zustimmen, das hat mich jetzt berührt, dann melde dich gleich zum Strategiegespräch an. Du kannst dich trotzdem nachher beraten lassen von mir, kostenfrei, sehr, sehr gern, ja. Aber du musst handeln. Es bringt im Leben nichts, nur zu sagen, oh, das fühlt sich super an, aber ich habe nicht den Mut, es zu tun. Das macht keinen Sinn. Meld dich zum Gespräch an. Sonst wirst du nie später das Gefühl haben, ich kann auf ein zufriedenes Leben zurückblicken. Ja, jetzt weißt du ganz genau, wie du mit deiner Berufung sehr, sehr gutes Geld verdienen kannst und warum du heute noch beginnen solltest, wenn du deine Berufung noch nicht zu 100%ig kennst und auch nicht lebst, ja, wie du heute noch beginnen kannst, dieses zu ändern. Ja, abonniere den Kanal, wenn dir dieses Video gefallen hat und findest unter dem Video verschiedene Links, wie du auch zum Beispiel an die Next Level Show kommen kannst, wo ja die Aufzeichnung hier für dieses Video gemacht wurde. Und da kannst du jede Woche grandiose Workshops erleben oder halt einfach einen Workshop immer zu einem tollen Wochenthema und du kannst vor allen Dingen live beraten werden zu diesem Thema. Okay, unsere Berufung ist es ja, 1 Million Menschen zu helfen, ja, mit ihrer Berufung sehr, 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 sehr gutes Geld zu verdienen. Und ich hoffe, dass wir uns eines Tages persönlich kennenlernen und du mir deine Story erzählst. Bis bald, dein Christian.